Hi und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir waren auf der Rennstrecke und zwar auf dem Bilsterberg. Erstmal danke an Rolf dafür, dass ich da fahren durfte und ich hoffe in Zukunft auch noch ein paar Mal fahren darf. Für mich war es das erste Mal Rennstrecke. Das war der Grund, warum ich auch Philipp erstmal auf dem Beifahrersitz platziert habe, damit er mir erstmal ein bisschen Anweisung geben kann, wie man dort zu fahren hat, weil er ja schon ein bisschen Erfahrung hat dann. So, also grob Rennstrecke fahren. Ich würde versuchen, möglichst wenig zu schalten. So, das heißt, das ist zum Beispiel schon gar nicht notwendig, weil das Ding hat unten und übers eh viel zu viel Leistung. Dann habe ich Nelly noch mit reingenommen. Mir das Material angeguckt habe, also ihr seht, ich drehe das Intro im Nachhinein, als ich mir das Material angeguckt habe, es war wirklich, wirklich lustig, dass sie mir auch generell so viel Vertrauen entgegengebracht hat, obwohl sie weiß oder wusste, dass es für mich das erste Mal war. Es, ja, guckt es euch einfach an, es sieht aus so ein bisschen, als wäre sie beim Schwangerschaftskurs mit Pressübungen und so. Wirklich lustig. Aber zuallererst, wir haben hier ein neues Fahrwerk drin. Und zwar ist hier ein H&R Trackday drin. Noch irgendjemand grüßen? Ja, ich würde gerne meine bessere Hälfte grüßen und meinen Ehrenbruder. Das geht raus an Hashtag Ehrenbruder Thomas. Danke. Danke Sascha fürs Einbauen. Danke SAR, dass wir das da wieder machen durften. Apropos SAR, ich muss mit den Jungs noch absprechen, dass wir da nochmal auf den Prüfstand fahren, um die Leistungsmessung nochmal genau zu machen. Für die Leute, die das letzte Video nicht gesehen haben, ich blende das hier oben mal ein. Da ging es einfach darum, dass ich durch die Ego X von HG Motorsport und der Ansaugung mehr auf den Leistungsprüfstand gedrückt habe als bei SAR. Meiner Meinung nach logischerweise, aber wir alle wissen, dass das natürlich kein Vergleichswert ist. Deswegen möchte ich, und ihr habt da ja auch drum gebeten, dass wir den Wagen bei SAR einfach nochmal auf den Prüfstand stellen, um da eine genaue Zahl zu haben, weil da wurde ja die Eingangsmessung gemacht, die Leistungsmessung und so weiter und so fort. Hier sind immer noch, und ich sage das immer wieder bewusst, um einige von euch zu ärgern, weil ihr euch darüber aufregt, aber ich habe es bewusst so gemacht. Ich wollte gucken, also es geht um die Achillesreifen, die hier noch drauf sind. Ich habe das halt extra gemacht, weil ich gucken wollte, wo die Belastungsgrenze von diesen Felgen ist. Wo die Belastungsgrenze von diesen Reifen sind. Ne? Oder ist das? Das wollte ich einfach testen. Es ist auch für mich nur just for fun. Und wie ihr gleich sehen werdet, die Scheibe, ja, die hat einen Sprung. Hat sie vorher auch schon gehabt, war also nicht rennstreckenbedingt. Ich hatte einen ganz kleinen, ganz kleinen Steinschlag und dachte, ja komm, hast noch ein bisschen Zeit. Ja, fährst über einen Huckel und dann hat sich das Ganze natürlich schon richtig ausgebreitet. Das Problem ist einfach, dass als ich gemerkt habe, dass es sich ausbreitet, war es zu spät, um dann noch den Termin auf der Rennstrecke wahrzunehmen. Weil du musst ja, wenn du die Scheibe klebst, musst du irgendwie, darfst du 24 Stunden nicht auf die Hebebühne und so weiter und so fort. Und deswegen dachte ich, komm. Aber es ist nicht weiter gerissen auf der Rennstrecke. Das war schon mal positiv. Ich habe gedacht, dass ich auf jeden Fall mit dem Trailer zurück muss. Hat aber alles funktioniert. So, jetzt will ich aber nicht weiter quatschen. Viel Spaß mit dem Video. So, René, erste Runde Rennstrecke. Ja, ich bin gespannt. Als allererstes setze dich mal weiter nach vorne. Noch weiter? Viel weiter. 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 Noch weiter, dann komme ich hier auch mit dem Knien. So? Ja. Dann kann ich aber nicht schalten, richtig. Oder du ziehst das Lenkrad weiter nach vorne. So, jetzt wo du die richtige Sitzposition hast, kannst du losgehen.
Also Vorteil ist, H&R-Fahrwerk drin, ne? Kampffahrwerk eigentlich sogar? Ja, ist das Trackday. Nur mit den Reifen sind wir natürlich eigentlich komplett fehl am Platz hier, ne? Ja, klar. Das definitiv. Aber ich wollte einfach mal gucken, was die auf der Rennstrecke können. Wir wissen es, dass die nichts können. Ja. Das ist auch einfach nur zum Spaß so ein bisschen. Ne? So, jetzt sind hier natürlich einige bei, die hier richtig ballern. Ja. Das heißt, ich werde auf jeden Fall immer mal ein bisschen in den Spiegel gucken, was wir so machen. Ein paar Runden hast du jetzt ja hinter dir schon. So, das heißt, so die Linie müsstest du eigentlich einigermaßen finden. Ne? Ja. Sonst passiert euch das.
Also eigentlich bisher ganz gut mit, ne? Ja, ich würde aber am liebsten mehr schalten. Also schalten bringt halt immer Unruhe. Mach so wie du denkst, aber ich sage schalten bringt immer Unruhe. Also wir können ja mal Folgendes machen. Wir fahren jetzt mal eine Runde und ich sag dir, wo die Linie fahren muss. So, ja, ganz links rüber, ganz lange links bleiben. Links bleiben, links bleiben, links bleiben, links bleiben, links bleiben. Und ich eigentlich jetzt erst einlenken. So, jetzt musst du links bleiben, du musst auch immer links fahren, links, 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 links. Und dann rein und dann möglichst weiter rechts. Ja, da funktioniert die Reifen, da merkst du es jetzt halt, da funktioniert sie gar nicht mehr. Nee, nee. Zu dem Fahren jetzt? Ja. Wo fahre ich denn wieder raus? Nee, zwischen 7 und 8 durch. Okay. Ja. Immerhin jemand, der auch tendenziell eher vorsichtig ran wird. Ja. Jetzt links. Aber Tipp ist immer lieber versuchen, flüssig zu fahren, ohne Hektik, ne? Mhm. Ohne viel Schalten. Ich dachte ja auch, deswegen wollte ich unbedingt rechts. Rechts, rechts, rechts. Deswegen wollte ich ja unbedingt auf DSG bauen, weil ich dachte, man schaltet so viel. Man schaltet aber eigentlich gar nicht so viel auf der Strecke hier. Ne? Mhm. Ja, stimmt, stimmt. Ja, cool. Wir nehmen jetzt noch mal eine Runde Nelly mit. Meine Freundin, die wolltet ihr ja noch sehen in den Videos. Mal gucken, wie die sich so schlägt. Aber erstmal gucke ich jetzt die Reifen an, ob wir überhaupt noch weiterfahren können. Hat die Stress, ne? Ja. Warum? Wo ich so drauf drücken kann. Ich nehme die Seiten vom Sitz. Du sitzt gut, ja? Keine Ahnung. Ja. Ja, für mich ist es ungewohnt, weil ich habe das Lenkrad jetzt noch ein bisschen rausgezogen. Muss man weiter hinten, weiter vorne? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nee, einfach nur so, dass du für dich einen sicheren Halt hast. Hast du Angst? Mhm. Der Gegner hat richtig die Bombe. Ja. Ja, mal gucken, wie das jetzt wird, da mein Instructor nicht mehr mit an Bord ist. Ja, super. Ich kann dich nicht instructen. Thank you.
richtig scheiße. Super. Zweitens, er bremst, sobald ich jemanden vorbeilasse, weil er schneller ist, erfahrener ist, wie auch immer. Bremst er automatisch mit. Es gibt hier so Volle auf der Straße, wenn du die mitnimmst. Ja, ist aber, glaube ich, ein schöner Abdruck auf der. Ja, das kann sein. Oh, wie schwitze aus. Brutal. Ja, also mir macht es übel Spaß gerade. Ich wünschte, ich hätte noch einen Satz andere Reifen dabei. Ich muss man ja bremsen. Wir fahren noch eine Runde, ja? Ja, klar. Okay. Alles gut.
zufrieden. Hat mega Spaß gemacht. Übelst geil. Danke fürs Zusehen. Wenn ihr Bock habt, dass wir das, also das machen wir, ne? Hier kommen noch andere Reifen drauf und dann fahre ich nochmal genauso einfach. Ich mache das nicht, um euch eigentlich was zu zeigen, um euch was zu beweisen. Wir wissen, dass die Reifen scheiße ist. Ich wollte einfach nur ein bisschen Spaß haben hier heute. Danke, dass ihr bis hierhin zugeguckt habt. Ja, das nächste Video von der Rennstrecke gibt es dann natürlich mit geilen Reifen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.